Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am 28.07. Freitagabend, die Sonne, ja, wird wohl so ziemlich untergegangen sein, ist zwar noch nicht schwarz draußen, aber ziemlich dunkel gegen 9:30, also Anfang des Sabbat. Und dann mache ich eine neue Aufnahme. Die Nummer 17, wenn ich mich nicht verzählt habe, von Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Das Buch von Edmond Paris. Jetzt schon 3 oder 4 Tage hintereinander, dass ich es schaffe, mich hinzusetzen und jeweils eine gute Stunde, je nachdem, wie lange das hier heute dauert, davon dem Buch zu lesen. Da könnte man denken, ja, Jörg, warum muss das denn jetzt alles so schnell? Naja, ich habe noch eine ganze Menge auf meiner Agenda stehen. Es gibt noch eine ganze Menge Bücher und andere Sachen, die ich machen möchte, lesen möchte. Und dieses Buch. Die verborgene Geschichte der Jesuiten ist sehr wichtig für mich, weil ich doch noch irgendwo Gefühle habe für meine deutschen Landsleute, meine deutschen Brüder und Schwestern, die so betrogen sind, wie ich auch mein ganzes Leben lang war, im Verständnis von Dritten Reich. Das, was uns in der Schule offiziell gelehrt wird, stimmt mit keinem Deut. Und das sehen wir eben, wenn wir dieses Buch lesen. Und je weiter wir dieses Buch lesen, desto mehr wir das noch sehen werden. Und nicht nur ist die Geschichte der Inquisition, die Geschichte der Jesuiten wichtig, die verborgene Geschichte der Jesuiten und die Geschichte Deutschlands, die die ja geschrieben haben, sondern es ist auch die Geschichte der Inquisition wichtig. Und das ist das nächste große Vorhaben, das ich mir vorgenommen habe. Und da möchte ich halt gerne mit anfangen. Und deswegen möchte ich dieses Buch so schnell wie möglich zu Ende kriegen, dass ich das nächste Projekt anfangen kann. Also, dann werden wir jetzt weiterlesen in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris in Abschnitt 5. Ja, das ist der letzte Abschnitt des Buches und der heißt immer noch Der Teufelskreis. Und der nächste Teil, den wir darin lesen werden, heißt Kapitel 3, die deutsche Aggression und die Jesuiten. Österreich, Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien. Betrachten wir, wie der Anschluss vorbereitet wurde. Wir erinnern uns, wir hatten ja vorher bereits über den Anschluss gesprochen, weil die römisch-katholische Kirche halt aus dem Süden, aus der katholischen Regio her, den Norden übernehmen wollte. Um Deutschland durch und durch katholisch zu machen, muss die preußische Vorherrschaft gebrochen werden. Und wenn es ums Brechen der preußischen Vorherrschaft geht, dann ist es vielleicht mal ganz interessant, sich Conrebi seinen Kanal anzuschauen. Den kennt ihr ja sicher. Der macht ja viele säkulare Videos über Deutschland und die Geschichte. Und er hat mit vielen Dingen, was Preußen angeht, gar nicht mal so Unrecht. Und das sehen wir eben auch, wenn wir hier dieses Buch lesen, weil wir sehen ja jetzt hier, wie der Anschluss vorbereitet wurde. Der Anschluss, der dafür sorgte, dass Deutschland aus einer südlichen Mehrheit jetzt regiert wird. Und im Süden Deutschlands, Bayern und natürlich auch Österreich, da haben in Österreich die Habsburger, hat ja immer die römisch-katholische Kirche wirklich sehr stark regiert. Zunächst wurde durch parallele Vorsehungen, Entschuldigung, zunächst und durch parallele Vorsehungen wurde als Mussolini dank dem Jesuiten und Chef der katholischen Partei Don Sturzo in Italien die Macht ergriff, zur gleichen Zeit der Jesuit Monsignore Seipel, österreichischer Bundeskanzler. Ein Jesuit, der Bundeskanzler wird und damit die Habsburger ablöste. Vom Regen in die Traufe, kann man sagen. Letzterer, also Monsignore Seipel, befand sich in dieser Position mit einer zweijährigen Unterbrechung bis 1929 und brachte während jener entscheidenden Jahre die österreichische Innenpolitik auf einen reaktionären und klerikalen Kurs, also einen kirchlichen Kurs. Das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn er Jesuit ist. Dieser Kurs wurde von Seipels Amtsnachfolgern fortgesetzt und führte in das Aufgehen jenes Landes im deutschen Block. Die blutigen Niederschlagungen von Arbeiterdemonstrationen brachten ihm den Beinamen Prälat ohne Milde ein. Seipel, ja, den vollen Namen finden wir hier nicht, also dann suchen wir es halt so, Monsignore Seipel. Wollen wir uns da mal eben ein Bild bei raussuchen, dass wir den damit beinehmen können.
und dann mal sehen, mit was Google hier kommt. Ja, komm schon. Verbinden, ja. Naja, mit dieser neuen. Ist das hier? Nee. Dann wird das hier wohl Monsignore Seipel sein. Ignaz Seipel. Mal gucken. Geht das hier um die richtige Person? Weil wenn wir das Bild einblenden, dann wollen wir natürlich auch die richtige Person hier gerne sehen. Na? Bis 1932 und diente als Kanzler in den 20er Jahren. Ja, richtig. Also, dann haben wir das richtige Bild gefunden. Hier haben wir ihn, den Jesuiten Seipel. Anfang Mai 1936 trat Franz von Papen in Geheimverhandlungen mit Dr. Schuschnigg, der zu dem Zeitpunkt österreichischer Kanzler war, ein und bearbeitete diesen an seiner schwachen Stelle, indem er ihm zeigte, wie vorteilhaft hinsichtlich der Vatikaninteressen ein Ausgleich mit Hitler wäre. Das Argument mag seltsam erscheinen, doch Schuschnigg war sehr fromm und von Papen war päpstlicher Kammerherr, also Finanzbeamter, ein Geheimkämmerer, ein Posten, den er ja in den 50er Jahren zurückbekam. Die ganze Angelegenheit verlief, wie könnte es anders sein, unter der Federführung des Geheimkämmerers und endete am 11. März 1938 mit dem Rücktritt des strenggläubigen Jesuitenschülers Schuschnigg zugunsten Seyß Inquarts, des Chefs der österreichischen Nazis. So, und da werden wir mal eben das Bild von Schuschnigg nochmal uns hier einblenden. Das hatte ich ja schon mal gezeigt in einem vorhergehenden Video, weil ich hatte das ja besprochen in der Buchlesung Behind the Dictators. Da kommt das auch vor. Und hier sehen wir Seyß Inquart und Schuschnigg mit dem römischen Gruße. Die ganze Angelegenheit verlief, wie könnte es anders sein, unter der Federführung des Geheimkämmerers und endete am 11. März 1938 mit dem Rücktritt des strenggläubigen Jesuitenschülers Schuschnigg, hier im Bild, zugunsten Seyß Inquarts, hier im Bild, des Chefs der österreichischen Nazis. Tags darauf marschierten in Österreich die deutschen Truppen ein und proklamierte die Marionettenregierung Seyß Inquart die Vereinigung des Landes mit Nazi-Deutschland. Enthusiastisch begrüßte dieses Ereignis der Wiener Erzbischof und Jesuit Kardinal Innitzer, Theodor Innitzer. Und auch hierzu gibt's ein Bild. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Die kamen alle schon vorher vor in Behind the Dictators, weil ich habe hier die Lesung wie immer nicht vorbereitet. Ja? Theodor Kardinal Innitzer, auch ein Jesuit, Erzbischof von Wien bis 1955. Zitat von François Charroux. Am 15. März veröffentlichte die deutsche Presse folgende Erklärung Innitzers: Die Priester und die Gläubigen haben sich bedingungslos hinter den großdeutschen Staat und seinen Führer zu stellen, dessen Kampf um die Begründung der Stärke, Ehre und Wirtschaftsblüte Deutschlands dem Willen der Vorsehung entspricht. Um keinen Zweifel an der Echtheit dieser Erklärung aufkommen zu lassen, wurde sie von den Zeitungen faksimiliert, das heißt in vorlagengetreuer Nachbildung gedruckt. In Wien und den anderen österreichischen Städten beklebte man Wände mit Reproduktionen. Vor seiner Unterschrift hatte Kardinal Innitzer zuvor noch eigenhändig die Worte „Heil Hitler“ gesetzt. 3 Tage später erging vom gesamten österreichischen Episkopat ein Hirtenbrief an seine Gläubigen. Die italienischen Zeitungen veröffentlichten den Text dieses Briefes am 28. März. Er war eine unmittelbare Unterstützung des nationalsozialistischen Regimes, dessen Tugenden in den höchsten Tönen gelobt wurden. Ende Zitat von Roux. Ein weiteres Zitat hier: Kardinal Innitzer, höchster Vertreter der römischen Kirche in Österreich, schrieb außerdem in seiner Erklärung, Zitat: Die Vorsitzenden der Jugendverbände fordere ich dazu auf, ihre Vereinigung auf die Organisation des Deutschen Reiches vorzubereiten. Also, Österreich geht voll und ganz in Deutschland auf.
Das lesen wir hier in Österreich und der Frieden von 1945 von Ernest PZ. Der von seinem Episkopat gefolgten Kardinal Erzbischof von Wien tat sich demnach nicht allein voller Enthusiasmus mit Hitler zusammen, sondern überantwortete zudem die zwischen Anführungsstrichen christliche, also die katholische Jugend, eine Ausbildung nach Nazimethoden. Diese Methoden waren in der erbärmlichen Enzyklika mit brennender Sorge offiziell verdammt worden. Der Mercure de France stellte damals berechtigterweise fest, Zitat, nicht haben diese Bischöfe nunmehr eine eigenmächtige, die gesamte Kirche einbeziehende Entscheidung getroffen, sondern sie befolgten schlichtweg Anweisungen des Heiligen Stuhls. Ende Zitat aus dem Mercure de France vom 1. Mai 1938. Das ist offensichtlich. Welche anderen Anweisungen aber hätte man von diesem Heiligen Stuhl, der Mussolini, Hitler und Franco doch an die Macht brachte und Leon de Grelz Christus Rex schuf, erwarten können? Aus Le Démagogie contre la Démocratie, also Demagogien gegen Demokratien, lesen wir, Zitat, wir verstehen daher, warum englische Autoren wie beispielsweise F.A. Ridley, Secker und Warburg die Politik Pius XI, die faschistische Bewegungen allerorten begünstigte, thematisierten. Ende Zitat. Warum der Anschluss bei der Kirche auf derartiges Wohlwollen stieß, sagt uns François-Charles Roux. Zitat: 8 Millionen österreichische Katholiken, vereinigt mit den Katholiken des Deutschen Reiches, könnten eine weit einflussreichere und mächtigere deutsche katholische Körperschaft bilden. Ende Zitat. Und damit kommen wir zur Erfüllung der Pläne, die wir in einem der vorigen Teile gelesen hatten, was davon passiert, wenn man Österreich zusammen mit Bayern kombiniert und daraus eben eine katholische Mehrheit in Deutschland schafft. Aber in derselben Lage wie Österreich befand sich Polen. Als letzteres von Hitler nach dem Einmarsch zum Teil im Namen des Vaterlandes annektiert wurde. Wieder ein paar Millionen Katholiken mehr. Zur Stärkung des deutschen Kontingents unter römischem Gehorsam. Dem konnte der Heiligen Stuhl doch nicht anders als zugetan sein, auch wenn er sein liebes polnisches Volk angeblich so innig gern hatte. In der Tat wurde die dem Plane des Jesuitengenerals Halke von Ledokowski entsprechende brutale Neugruppierung der Katholiken Mitteleuropas vom Kirchenoberhaupt gebilligt. Die zugelassenen Taufer des Vatikans ließen nicht davon ab, ihre Leser daran zu erinnern, dass Pius XII., also Eugenio Pacelli, seit 1939 hier Papst geworden, in seiner Enzyklika Summi Pontificatus, also Enzyklika über die Einheit der menschlichen Gesellschaft des höchsten Pontifikats, gegen die Aggression protestiert habe, zwischen Anführungszeichen protestiert habe. In Wirklichkeit enthält dieses nicht weniger als 45 Seiten umfassende Dokument, lächerlich wie alle anderen derartigen Dokumente, das ist ein Satz, den muss man sich unterstreichen, lächerlich wie alle anderen derartigen Dokumente, einen einzigen Satz am Schluss über das von Hitler überrannte Polen. Dieser nur andeutende Satz rät dem polnischen Volke, es möge viel zur Jungfrau Maria beten. Größer könnte der Kontrast nicht sein. Allen Mitgefühls und den schmeichelnden Seiten für das faschistische Italien und das Hochlebenlassen des Lateranvertrages. Jenes Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Hitler-Kollaborateur Mussolini, der, als der Papst gerade seine Enzyklika schrieb, eine die Welt herausfordernde, aufsehenerregende Rede hielt, die er mit den Worten begann: Liquidata la Polonia! Polen ist erledigt. Welche Risiken birgt das schon, wenn man unter Gebrauch dieser Ausreden zu den Bekehrten predigt? Wo war ich denn jetzt? Wie viele Letzterer wären auch darauf bedacht, derlei Bezugnahmen zu prüfen? Nichtsdestotrotz.
Was sehen wir, wenn wir das Verhalten des Vatikans in dieser Sache verfolgen? Als erstes, wie der Nuntius in Warschau, Monsignore Cortesi, Polen dazu drängt, Hitler in allem nachzugeben. Danzig, der Korridor, die Gebiete, wo deutsche Minderheiten leben. Und daran anschließend, wie der Heilige Vater dem Aggressor hilft, sein liebes Polen um einen Großteil seiner Fläche zu verkleinern und von Paris und London die Sanktionierung dessen zu erwirken. Für die ob einer solchen Vorgehensweise mit einem katholischen Lande überraschten, hier ein Präzedenzfall. Nach der ersten Teilung Polens 1772, einer Katastrophe, an der die Intrigen der Jesuiten einen wesentlichen Anteil hatten, äußerte Papst Clemens XIV. In einem Brief an die österreichische Kaiserin Maria Theresia seine Zufriedenheit wie folgt: Zitat: Herbeigekommen ist die Besetzung und Teilung Polens nicht allein aus politischer Raison. Diese Erfordernis der größtmöglichen Erweiterung der Herrschaft des Wiener Hofes auf Polen entspricht den Interessen der Religion und geistlichen Zugewinnung der Kirche. Ende Zitat. Offensichtlich gibt's nichts Neues unter der Sonne, vor allem im Vatikan. Wo doch diesmal die geistliche Zugewinnung der Kirche aus mehreren Millionen sich dem Großdeutschen Reiche angliedernden polnischen Katholiken bestand, was sollte man da 1939 in jener zynischen Erklärung irgendein Wort fallen lassen? Durch diese Tatsache ist das sparsame päpstliche Mitgefühl im Summi Pontificatus leicht erklärt. In der Slowakei ließ es der Vatikan noch besser kommen. Er stellte Hitler einen seiner höchsteigenen Prälaten zur Seite, einen Geheimkämmerer, der zum Oberhaupt dieses Satellitenstaates des Reiches ernannt werden sollte. Hatte in Europa bereits der Anschluss für viel Lärm gesorgt, so roch es ab jetzt mit Hitlers über der Tschechoslowakei schwebender Drohung nach Krieg. Im Vatikan störte das keinen. Lesen wir, was François Charles-Roux dazu zu sagen hat. Zitat: Mitte August hatte ich versucht, den Papst zu überreden, sich für einen Frieden auszusprechen. Einen gerechten Frieden, versteht sich. Erfolg aber hatten meine anfänglichen Bemühungen nicht. Ab Anfang September 1938 dann, als die internationale Krise ihren tiefsten Stand erreichte, hatte ich den steten Eindruck, dass ich im Vatikan, im absurden Kontrast zur sich rasch verschlechternden Situation, Zufriedenheit breit machte. Ende Zitat. Auf alle meine Bemühungen, so der ehemalige französische Botschafter weiter, bekam ich von Pius XI. Dieselbe Antwort. Zitat: Es wäre zwecklos, unnötig, ungelegen. Sein hartnäckiges Schweigen war mir unbegreiflich. Die Ereignisse sollten dieses Schweigen in Bälde erklären. Zunächst wäre da mit Unterstützung der Christlich-Sozialen Partei, also der eng mit der katholischen Kirche zusammenarbeitende, sich an dem Weltbild orientierende antijüdische und antiliberale Partei, christlich-sozial, ja, erinnern wir an die CSU in Deutschland, ja, natürlich die Annexion des Sudetenlandes. Durch das Münchner Abkommen wurde sie verfügt und somit die Tschechoslowakei geteilt. Hitler aber, der garantiert hatte, ihre territoriale Integrität zu respektieren, beabsichtigte in Wirklichkeit einerseits die böhmischen Länder zu annektieren, ohne die Slowakei, die ihrerseits einen von ihm persönlich ernannten Herrscher erhalten würde. Diese Ziele zu erreichen war nicht besonders schwer für ihn, da das Gros der wichtigsten slowakischen Oberpolitiker laut Walter Hagen katholische Geistliche waren, von denen Priester Hlinka, ein Jesuit, über eine nach SA-Grundsätzen ausgebildete Garde verfügte. Das können wir auch nachlesen in Walter Hagens seiner Arbeit Le Front Secret oder die Geheime Front. Wir wissen, dass nach kirchlichem Recht kein Priester ein öffentliches Amt oder politisches Mandat ohne das Einverständnis des Heiligen Stuhls begleiten kann. Dies bestätigt und erklärt Jeppe de Soras. Zitat: Wie könnte es auch anders sein? So, wie wir es schon immer gesagt haben, ein Priester hat Kraft des Charakters, mit dem ihn seine Weihe auszeichnet, Kraft der amtlichen Aufgaben, die er in der Kirche an sich wahrnimmt, Kraft der Soutane, die er trägt, die Pflicht, als Katholik zu handeln, spätestens, wenn es um eine öffentliche Handlung geht. Wo der Priester ist,
Da ist die Kirche. Tja, er hat die Pflicht, als Katholik zu handeln. Das heißt, dass er nicht patriotisch handelt dem Land, dem er dient. Deswegen kann ein Priester normalerweise keine politische Funktion ausüben, weil er Politik betreibt für den Papst und nicht für das Land, dem er so gesagt dienen sollte eigentlich. Mit dem Einverständnis des Vatikans war es demnach, dass Kleriker im tschechoslowakischen Parlament saßen. Mehr noch, einer dieser Priester sollte die Zustimmung des Heiligen Stuhls haben, als ihn der Führer persönlich als Staatsoberhaupt einsetzte und später mit den höchsten hitlerschen Auszeichnungen bedachte, dem Eisernen Kreuz und dem Orden des Schwarzen Adlers. Wie erwartet, annektierte Hitler am 15. März 1939 die sogenannte Resttschechei und stellte die Slowakei, die er mit einem Federstrich geschaffen hatte, unter seinen Schutz. An die Spitze setzte er den Jesuiten Monsignore Tiso. Ja, und den habe ich natürlich auch schon in einem früheren Buch besprochen. Und von daher müsste ich da auch ein Bild von haben, vom Monsignore Tiso. Und zwar hier, wo er zusammen mit Hitler ist. Hitler, Monsignore Tiso. Okay. An die Spitze setzte er den Jesuiten Monsignore Tiso, der davon träumte, Katholizismus und Narzissmus zu kombinieren. Katholizismus und Narzissmus zu kombinieren. Na, da sehen wir ja wieder einmal die Erfüllung dessen, was wir in der Civiltà Cattolica gelesen haben, wo die jesuitische Zeitschrift deutlich sagt, dass der Nationalsozialismus die politische Richtung ist, die der römischen Kirche am nächsten liegt. Um es mal eben in meinen eigenen Worten zu sagen, das Zitat könnt ihr euch ja sonst gerne nochmal selbst raussuchen. Ein hehres Ziel und leicht zu verwirklichen, hatten es doch bereits der deutsche und österreichische Episkopat erprobt. Katholizismus und Narzissmus, verkündete Monsignore Tiso, haben viel gemeinsam. Sie arbeiten bei der Weltverbesserung Hand in Hand. Ende Zitat. Habt ihr so ein Zitat mal in der deutschen Schule gehört? Dass Narzissmus und Katholizismus für die Weltverbesserung Hand in Hand arbeiten? Hat euch das mal einer in der Schule gelehrt? Wird das heute irgendwo gelehrt? Es gibt die offene Politik und es gibt die verborgene Politik. Und es ist die verborgene Politik, die alles bestimmt. Und die offene, das sind die Lügen, die euch erzählt werden. Wir haben noch so viel zu lernen. Trotz der erbärmlichen Enzyklika mit brennender Sorge gab der Vatikan diesem Gauleiter Priester seine Bewilligung und dürfte in Sachen Weltverbesserung also kaum anderer Meinung gewesen sein. Zitat, das wir nachlesen können bei Henri Feuillet in France Nouvelle 49. Zitat: Im Juni 1940 gab Radio Vatikan bekannt: Die Erklärung des Oberhauptes des slowakischen Staates, Monsignore Tiso, über seine Absicht, eine Slowakei nach christlichem Plane aufzubauen, hat die vollste Zustimmung des Heiligen Stuhls. Ende Zitat. Und aus der katholischen Zeitschrift Reform vom 17. August 1947 lesen wir: Seine besondere Not hatte das Tiso-Regime mit der evangelischen Kirche jenes Landes, die ein Fünftel der Bevölkerung ausmachte. Monsignore Tiso versuchte, den evangelischen Einfluss auf ein Minimum zu reduzieren, ihn gar zu beseitigen. Einflussreiche Mitglieder der evangelischen Kirche wurden in Konzentrationslager geschickt. Ende Zitat. Und hätten sich glücklich schätzen können angesichts dieser Erklärung des Preußen- und Jesuitengenerals Werns: Die Kirche kann Ketzer zum Tode verurteilen, da sich jegliche Rechte, die sie haben, in unserer Nachsicht begründen. Ende Zitat. Von dem früheren Jesuitengeneral Werns. So, da muss ich doch mal eine kleine Erklärung vielleicht zu geben, dass wir das richtig gut verstehen.
Die Kirche kann Ketzer zum Tode verurteilen und ein Ketzer ist ein jeder, der sich nicht der Macht des Papstes unterwirft, der sich nicht römisch-katholischem Recht unterwirft, der nicht die geistige Führungskraft der römisch-katholischen Kirche in seinem Land oder weltweit akzeptiert, sondern der, wie ein bibelgläubiger Christ wie ich und viele der Zuschauer, die dieses Video hier sehen, Jesus Christus als seine oberste Autorität akzeptiert und nicht den Papst. Solcher ist ein Ketzer. Und wenn wir zurückgehen auf, ihr erinnert euch sicher noch, meine Lesung von, die deutsche Lesung von Herrscher des Bösen, na, das war ja getitelt Rulers of Evil, also das war getitelt, das Deutsche war ja getitelt Herrscher des Bösen. Wenn wir da auf die Abspielliste nochmal zurückgreifen, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt noch auf meinem Kanal hier vorne stehen habe. Nee, steht ja schon gar nicht mehr bei. Aber wenn ihr bei mir unter Abspiellisten geht, ja, dann findet ihr unter anderem auch die Abspielliste von Rulers of Evil. Und da sind 13 Videos drin von Herrscher des Bösen. Die Videospielliste ist jetzt inzwischen schon da hier. Rulers of Evil, hier unten ist sie, seht ihr? 42 Videos, davon sind 13 deutsch. Und in einem der Videos spreche ich über das Directorium Inquisitorum. Directorium Inquisitorum. Worum geht es in dem Directorium Inquisitorum? Da geht es darum zu erklären, was mit einem Ketzer alles passieren darf. Wollen wir mal gucken. Wenn wir das Dokument mal eben aufmachen. Hängt dann natürlich von ab, wie lange das dauert. Entschuldigung, ich habe eben extra gewählt für die neue Kamera, für die alte Kamera hier, weil das PDF dann auch lesbar ist. Und Direktorium. Oh, mal gucken, das muss hier irgendwo stehen. Na, dieses Directorium Inquisitorum war Papst Gregor dem 13. gewidmet, der den Jesuiten das Recht gewährte, in der Geschäftswelt und im Bankenwesen aktiv zu werden und der außerdem anordnete, dass den persönlichen Mitarbeitern eines jeden päpstlichen Legaten ein Jesuit als Ratgeber angehören soll. Hier erfolgt eine Zusammenfassung des Directorium Inquisitorum. Und da möchte ich euch mal eben ein paar Punkte daraus vorlesen, dass wir uns noch mal eben ins Gedächtnis rufen, was ein Ketzer ist. Warum? Weil wir hier in die verborgene Geschichte der Jesuiten lesen, dass damals der deutsche General der Jesuiten, Werns, gesagt hat, die Kirche kann Ketzer zum Tode verurteilen. Was sind denn dann folgens der römischen katholischen Kirche Ketzer? Nicht folgens dem, was ich, Jörg, sage, sondern was sie selbst sagt. Okay. Derjenige ist ein Ketzer. Ja, hier steht's. Derjenige ist ein Ketzer, der nicht glaubt oder der nicht daran glaubt, was die römische Hierarchie lehrt. Ein Ketzer verdient den Schmerz des Feuers, des Evangeliums, der Kanons, des bürgerlichen Gesetzes und der Sitten. Ketzer müssen verbrannt werden. Für den Verdacht der Ketzerei allein ist diese Reinigung gefordert. Magistrate, die sich weigern, den Schwur der Verteidigung des Glaubens anzunehmen, sollen der Ketzerei verdächtigt werden. Kriege können durch die Autorität der Kirche begonnen werden. Ablass für die Gesamtheit der Sünden soll nur denen erteilt werden, die sich dem Kreuz der Verfolgung von Ketzern angeschlossen haben. Jeder darf einen Ketzer töten. Wer einen Ketzer hintergeht, der soll dafür belohnt werden. Ketzer dürfen dazu gezwungen werden, sich zum römischen Glauben zu bekennen. Ein Ketzer, der schließlich an allen Orten sündigt, soll auch überall gerichtet werden. Ketzer müssen gesucht, gemaßregelt und ausgelöscht werden. Für Ketzer gelten weder Recht noch Gerechtigkeit. Ich lasse es jetzt hier mal dabei. Ihr könnt das ja, wo ich über Kapitel 8 in Herrscher des Bösen spreche, das Video raussuchen und könnt euch das im Ganzen anhören, wo ich das übersetzt habe. Oder lest es selbst in dem Buch Rulers of Evil im Englischen nach, wenn ihr das könnt.
Werns sagt hier, die Kirche kann Ketzer zum Tode verurteilen, da sich jegliche Rechte, die sie haben, in unserer Nachsicht begründen. Das heißt, ein Ketzer hat nur die Rechte, die die römisch-katholische Kirche ihnen zugesteht, keine anderen. Und die Rechte, die die römisch-katholische Kirche jemandem zugesteht, die kann sie demjenigen auch wieder abnehmen. Das ist wieder eine andere Sache. Okay? Nur, warum war mir das jetzt so wichtig? Naja, weil wenn wir hier nochmal eben das von Herrscher des Bösen hervornehmen, dann lesen wir hier aber über eine Zeit, also übersetzt hier von J.P. Callender 1838, dass dieses Directorium Inquisitorum von Papst Gregor dem 13. gewidmet war, da sprechen wir von der Zeit 1584. Wir sind inzwischen über 400 Jahre weiter. Ja? Von 1584. Und dann sagen wir ja immer von, ja, aber das, was damals galt, das gilt heute alles nicht mehr. Heute sind wir ja zivilisiert. Oh, das Papsttum, das hat sich ja verändert. Ja? Anfang des 20. Jahrhunderts, sagt Jesuitengeneral Werns, der regierte zwischen 1906 und 1915, die Kirche kann Ketzer zum Tode verurteilen, da sie keine Rechte haben, außer die Rechte, die wir ihnen zustehen. Inwieweit hat sich denn dann die Kirche verändert? Gar nicht. Genau das, was ich immer sage. Aber fahren wir fort in dem Buch. Sehen wir nun, welche Art von apostolischer Geduld der Gauleiter und Prälat Tiso mit den Juden hatte. Zitat: 1941 traf aus der Slowakei und Oberschlesien der erste Judentransport ein. Und von Anfang an wurden alle Arbeitsunfähigen in einem Raum des Krematoriumsgebäudes vergast. Ein Zitat von Lord Russell of Liverpool, Geißel der Menschheit von 1955. Wer dies geschrieben hat? Lord Russell of Liverpool, ein Chefankläger der Kriegsverbrecherprozesse und Zeuge, den man nicht wird ablehnen können. Der Heilige Stuhl hatte Hitler also keinen seiner Prälaten vergeblich geliehen. Das jesuitische Staatsoberhaupt erledigte seine Arbeit gut und durch die Radio Vatikan zum Ausdruck gebrachte Zufriedenheit ist verständlich. Der erste Lieferant für Auschwitz gewesen zu sein, was für eine Ehre für diesen heiligen Mann und die Gesellschaft der Jesuiten in ihrer Gesamtheit. So, jetzt lesen wir hier doch mal eben zwischen den Zeilen, was hier steht, ja? Und verstehen es bitte richtig. Der Autor sagt, der erste Lieferant für Auschwitz gewesen zu sein. Also, dann sprechen wir hier von Tiso, ne? Was für eine Ehre für diesen heiligen Mann und die Gesellschaft der Jesuiten in ihrer Gesamtheit, weil Tiso war Jesuit. Was für eine Ehre für die Gesellschaft der Jesuiten in ihrer Gesamtheit. Hier steht unmissverständlich, meine lieben Brüder und Schwestern, wer der Verantwortliche für den sogenannten Holocaust ist. Die Gesellschaft der Jesuiten in ihrer Gesamtheit. Anders kann man diesen Satz mit all dem Wissen, was wir inzwischen bekommen haben durch das Lesen dieses Buches und natürlich auch durch das Verständnis der Bibel, nicht haben. Es ist der militärische Arm des Antichristen, der für den Holocaust gesorgt hat. In welcher Form auch immer er stattgefunden hat. Es ist die, zwischen Anführungsstrichen, Ehre der Jesuiten. Das steht in diesem Satz ganz deutlich drin. In der Tat fehlte es diesem Triumph an nichts. Zur Zeit der Befreiung wurde besagter Prälat, also Tiso, durch die Amerikaner an die Tschechoslowakei übergeben, wurde 1946 zum Tode verurteilt und gehängt. Die Krone für einen Märtyrer der römisch-katholischen Kirche. Alles gegen die Juden getane tun wir aus Liebe zu unserer Nation. Bis heute hat die Liebe zu unseren Mitmenschen und die Liebe zu unserem Land die Entwicklung eines erfolgreichen Kampfes gegen die Feinde des Nazismus genommen. Ein Zitat von Henriette Fourier, France Nouvelle, 25. Juni 1949. Ein anderer hoher Würdenträger der römischen Kirche in einem Nachbarland, also
Gemeint ist sicherlich das an Frankreich grenzende Italien, könnte sich doch diese Erklärung Monsignore Tisos zu eigen gemacht haben. Wenn nun schon, in Entsprechung der unerschütterlichen Tradition der Kirche, das, worauf sich die slowakische Stadt Gottes gründete, Hass und Verfolgung war, was wird es dann erst zu sagen geben über den zutiefst katholischen Staat Kroatien, diesem Ereignis des Zusammenwirkens von Killer Pavelic und Monsignore Stepinac sowie der Unterstützung durch den päpstlichen Legaten Marcone? Ich hoffe, dass der Autor hier in den nächsten Seiten noch ein wenig mehr auf die gerade genannten Personen eingeht. Stepinac und Pavelic. Und ich kann da inzwischen schon mal euch mit einem Bild von besorgen, weil wir sprechen dann später ja auch über die Ustaschi. Und wollen wir eben gucken. Haben wir hier das Bild? Das muss noch mal eben laden. Ah, okay, ich habe den Namen verändert. Das geht hier jetzt nicht so leicht. Warte mal eben. Das müsste jetzt hier irgendwo drin stehen. Oh, nee. Pavelic. Na, okay. Das Bild kann ich nicht besorgen, aber wir haben hier ein paar andere Bilder. Unter anderem, das kommt aus Alle Wege führen nach Rom, glaube ich. Die kroatische Regierung und der Chef Pavelic ist hier abgebildet. Hier ist er zusammen mit Hitler unter anderem und hier im Auto und hier steht die ganze Reihe der Pavelic und hier ist der kroatische Ustaschi-Diktator Ante Pavelic mit Franziskanermönchen abgebildet. Die Franziskanermönche, die an dem Völkermord beteiligt waren. Hier haben wir noch mal ein Porträt von Ante Pavelic in der Ustaschi-Uniform. Hier ist Kardinal oder Erzbischof Stepinac mit Pavelic zu sehen. Und ja, okay, das war das Foto, das nicht offen ging. Halten wir uns das mal eben hier von Pavelic, wenn wir hier über diese Leute sprechen. Ich hoffe, dass hier der Autor in der Zukunft, ich weiß ja nicht, ich habe das Buch ja, wie gesagt, selbst noch nicht gelesen, liest das ja auch jetzt gerade eben hier zum ersten Mal, dass er noch weiter auf diese Leute eingeht. Das Zusammenwirken des Killer Pavelic und Monsignore Stepinac sowie der Unterstützung durch den päpstlichen Legaten Marcone. Dass wir uns noch mit der Ustaschi und dem Völkermord an den Serben im Zweiten Weltkrieg durch die Kroaten, die katholischen Kroaten, erinnern, dass er das noch ein bisschen weiterbringt. Und mal schauen. Wir müssen Rückblende halten, die bis zur Eroberung der neuen Welt geht. Und dann Cortés, also Ferdinand Cortés, den spanischen Eroberer, und seine Abenteurer in Zusammenhang mit den nicht weniger grausamen Bekehrermönchen sehen, um etwas zu finden, das einem Vergleich mit den Gräueltaten jener Ustaschas standhält, die durch wahnhaft fanatische Geistliche unterstützt, befehligt und motiviert wurden. Was diese Mörder im Namen Gottes, wie sie Hervé Laurier, ein Pseudonym von Branko Miljus, ehemaligen serbischen Minister der königlich-jugoslawischen Regierung, der später nach Paris flieht, ganz richtig nennt, über 4 Jahre lang getan haben, übersteigt jede Vorstellung. Und die Annalen der römischen Kirche können, sind sie auch noch so reich an derartigem Material, nichts Ebenbürtiges in Europa hervorbringen. Muss jetzt eigentlich noch gesagt werden, dass der Kompagnon des blutrünstigen Ante Pavelic ein weiterer Jesuit war und Monsignore Stepinac hieß? Ja, Stepinac. Suchen wir den mal eben. Und dann können wir den hier in das Bild mit einfügen. Mal gucken. Hier kann man das nicht besonders gut erkennen, das ist ein bisschen weit weg. Hier ist Stepinac ganz rechts. Also, hier wird er dann wohl sein. Mit katholischen Priestern beim Begräbnis des
kroatischen Parlamentspräsidenten Marko Dušan in 1944. Das Bild hatten wir gerade eben schon mal gesehen. Und hier haben wir deutsche Nazis, italienische Faschisten, kroatische Ustaschi und den päpstlichen Nunzio Ramiro Marcone in dem weißen Anzug hier und Erzbischof von Zagreb Alois Stepinac, Blok Kasok. Der ist hier. Das ist Stepinac, ja? Hier. Könnt ihr gut im Bild sehen. Das ist der hier eben gerade erwähnte Ramiro Marcone. Und hier haben wir dann Ustaschi und einen italienischen Faschisten und einen deutschen Nazi im Bild. Alle schön zusammen. Ja? Dieses Bild zeigt Erzbischof Stepinac und den päpstlichen Nunzio Marcone mit einem Nazi-General im Hintergrund. Ne? Also Stepinac und Marcone, den wir hier beide sehen. Interessant, wenn man sich solche Bilder hier besorgen kann. Ja, was hat Papst Johannes Paul II. Hier zu suchen? Hier kniet Johannes Paulus II., während er betet, vor dem Grabmal des Kardinals Alois Stepinac. Ja? Und wofür der steht und was der alles gemacht hat, ja, das werden wir in diesem Buch noch ein wenig weiterlesen. Das ist der Nachfolger von Stepinac. Lass uns mal hier dieses Bild nehmen. Das fand ich eigentlich ziemlich vielsagend, ne? Dass wir uns das eben anschauen, während wir hier weiterlesen. Also, muss jetzt eigentlich noch gesagt werden, dass der Kompagnon des blutrünstigen Ante Pavelic ein weiterer Jesuit war und Monsignore Stepinac hieß, den wir jetzt ja hier im Bild sehen. 1934 trat in Marseille die von Pavelic geführte kroatische Terrororganisation der Ustaschas erstmals in das Bewusstsein der Franzosen. Und zwar mit der Ermordung König Alexanders I. von Jugoslawien, als auch unseres, also des französischen Außenministers Louis Barthou. Da die Regierung Mussolini offenbar in das Verbrechen verwickelt war und Pavelic in Italien Zuflucht gefunden hatte, forderte Frankreich dessen Auslieferung. Diese nicht zu bewilligen, war der Duce Mussolini sichtbar bemüht und so musste das Schwurgericht Aix-en-Provence das Ustascha-Oberhaupt in Abwesenheit zum Tode verurteilen. Das bringt natürlich viel, wenn man verurteilt wird und man gar nicht anwesend ist. Dann kann es auch durchgeführt werden, ne? Dieser von Mussolini angeheuerte Terroristenchef arbeitete für die italienische Expansion an der Adriaküste. Als Hitler und Mussolini Jugoslawien 1941 besetzten und unter sich aufteilten, wurde dieser vorgebliche kroatische Patriot von jenen an die Spitze des Satellitenstaates gestellt, die sie unter der Bezeichnung unabhängiger Staat Kroatien schufen. Am 18. Mai selbigen Jahres reichte Pavelic in Rom die Krone jenes Staates dem Herzog von Spoleto, der den Namen Tomislaus II. Annahm. Dieser achtete freilich darauf, seines scheinreiches, blutgetränkten Boden niemals zu betreten. Ebenfalls an diesem Tage bekamen Pavelic und seine Freunde bei Antichrist Papst Pius XII. Eine Privataudienz. Einer der Freunde war Monsignore Salis Sevis, Franz Salis Sevis, Generalvikar von Monsignore Stepinac. Zitat von François-Charles Roux: Keine Scheu hatte also der Heilige Stuhl beim Händeschütteln mit einem ausgemachten Mörder, der in Abwesenheit für den Mord an König Alexander I. und Louis Barthou zu Tode verurteilt worden war. Einem Terroristenchef, der die furchtbarsten Verbrechen auf dem Gewissen hatte. Und in der Tat erlebte am 18. Mai 1941, als Pavelic seine Mörderbande freudig von Pius XII. Begrüßt wurden, das Massenmorden an orthodoxen Serben einen Höhepunkt, einhergehend mit Zwangskonvertierungen zum Katholizismus. Ende Zitat. Ja, Zwangskonvertierungen zum Katholizismus, einhergehend mit Massenmorden. Weil es eben heißt, konvertiere oder stirb. Convert or die. Bekehre dich zum römischen Katholizismus oder stirb.
Es gibt nicht nur für bibelgläubige Christen schwarz und weiß. Es gibt auch für die Katholiken nur schwarz und weiß. Und wenn du nicht zu uns gehörst, dann bist du unser Feind. Und wenn du unser Feind bist, dann bringen wir dich um. Das sagen die Katholiken. Die Christen sagen, und wenn du mein Feind bist, dann bete ich für dich. Und ich probiere dir Gutes zu tun. Ja, wie Jesus sagt, tu Gutes denen, die dir Böses wollen. Bete für deine Feinde. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Katholizismus und Christentum. Und wenn man diesen Unterschied einmal begriffen hat, dann weiß man auch, dass sich römischer Katholizismus zwar Christentum nennt, aber dass es nicht christlich ist. Ja? Zwangskonvertierungen zum Katholizismus. Es gibt eine Aussage, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau die getätigt hat, aber da wird gesagt von, ja, wir haben 700.000 haben wir umgebracht und, nee, 700.000 haben wir konvertiert, Entschuldigung, 700.000 Serben haben wir konvertiert zum Katholizismus und 300.000 haben wir umgebracht. Kommen wir vielleicht noch in diesem Buch gegen dieses Zitat, kann man sich raussuchen. Die serbische Bevölkerungsminderheit war es, die man im Visier hatte. Die Orthodoxen, wie wir vorher schon gelehrt haben, wie es der Autor Walter Hagen erklärt. Zitat, aber die Lage wurde auch noch durch die innerpolitischen Maßnahmen der Ustascha-Machthaber sehr erschwert. Sie überantworteten das Land binnen kurzem einem blutigen Chaos. Der wahrhaft tödliche Hass der neuen Herren richtete sich gegen die Juden und gegen die Serben, die geradezu offiziell für vogelfrei erklärt wurden. Ganze Dörfer, wie zum Beispiel Vojnic, ja, ganze Landstriche wurden systematisch ausgemordet. Oder es wurden die Einwohner zur Flucht nach Serbien getrieben. Da nach alter Überlieferung Kroatentum und katholischer Glaube, Serbentum und orthodoxes Bekenntnis gleichgesetzt wurden, begann man die Orthodoxen zum Übertritt in die katholische Kirche zu zwingen. Diese zwangsweise Umtaufe war eben die Form, in der sich die Kroatisierung vollzog. Ein Zitat von Walter Hagen. In seinem Buch in Deutsch. Der große Organisator dieser Massaker und Zwangsbekehrungen war der Innenminister Andrija Artukovic, der sich, so ein Zeuge in hoher Stellung, während er es tat, moralisch als rechtschaffen verteidigte. Und als die jugoslawische Regierung die Vereinigten Staaten, wo er Zuflucht gefunden hatte, um seine Auslieferung bat, da war gar jemand, der für ihn sprach. Hochwürden P. Lakovic oder Stjepan Lakovic, der ebenfalls in den Vereinigten Staaten lebte und im zurückliegenden Krieg Sekretär des Agramer Erzbischofs Monsignore Stepinac war. Artukovic, so der Jesuit, war Monsignore Stepinacens Laiensprecher. Zwischen 1941 und 1945 verging kein einziger Tag, an dem er nicht in meinem Büro war oder ich in seinem. Was die moralische Seite seines Vorgehens betraf, so hatte er sich grundsätzlich den Rat des Erzbischofs eingeholt. Können wir nachlesen in Mirror News Los Angeles vom 24. Januar 1958. Wenn man aber um das Vorgehen dieses Vollstreckers weiß, dann wird einem auch klar, welcher Art der erbauliche Rat des Monsignore Stepinac gewesen sein muss. Zu Massakern und Bekehrungen kam es bis zur Befreiung, und des Heiligen Vaters Wohlwollen für die Killer blieb unverändert. Man lese einmal in den kroatischen Zeitungen jener Zeit den Austausch von Komplimenten zwischen Pius XII. Und Pavelic, jenem Poglavnik oder kroatischen Führer, dem der jesuitische Erzbischof von Sarajevo und Freizeitdichter Monsignore Saric von verzückter Verehrung durchdrungene Verse widmete. Doch war dies nur Schöntuerei. Zitat, Monsignore Stepinac wird Mitglied des Ustascha-Parlaments. Er trägt Ustascha-Abzeichen. Bei sämtlichen wichtigen offiziellen Ustascha-Auftritten ist er zugegen und hält sogar Reden. Haben wir uns da noch über Monsignore Stepinac vom Satellitenstaat Kroatien erwiesene Ehrerbietung zu verwundern?
oder dass ihm die Ustascha-Presse Loblieder sang. Es springt einem ja geradezu ins Auge, dass ohne Monsignore Stepinazens Unterstützung von religiöser und politischer Seite her ein Ante Pavelic nie die Mitarbeit katholischer Kroaten in einem derartigen Ausmaße gewonnen hätte. Ein weiteres Zitat. Um das volle Ausmaß jener Mitarbeit zu begreifen, muss man die kroatische katholische Presse lesen, den Katolici Tjednik, den Katolicki List, den Hrvatski Narod und viele andere Publikationen, von denen in der Schmeichelei für den blutigen Poglavnik eine die andere übertraf. Und dass dieser ein Katholik der Tat war, davon war Antichrist Papst Pius XII. Besonders angetan und die hohe Wertschätzung durch den Oberhirten schloss selbst noch die Komplizen des großartigen Mannes mit ein. Vom Osservatore Romano, ja, eine Jesuitenzeitung, wie wir inzwischen wissen, erfahren wir, dass am 22. Juli 1941 100 Mitglieder der vom Agrama-Polizeichef Evgendido Quaternik geleiteten Ustascha-Miliz vom Papst empfangen wurden. Diese kroatische SS-Truppe, die Elite der in den KZs operierenden Henker und Folterknechte, vorzeigte, verübte derart furchtbare Verbrechen, dass seine eigene Mutter in ihrer Verzweiflung Selbstmord beging. Durch den apostolischen Eifer dieser Killer ist das Wohlwollen seiner Heiligkeit, da wird mir ganz schlecht, wenn ich das lesen muss, Antichrist Papst Pius XII. Leicht nachvollziehbar. Ein weiterer Katholik der Tat war Kultusminister Mile Budak. Mile Budak, da wollen wir doch mal eben gucken, ob wir den auch mal eben finden. Wir müssen ja mal hier und da mal für ein neues Bild sorgen, ne? Mal gucken. Mile Budak, da haben wir hier ein Bild. Der Kultusminister Mile Budak verkündete im August 1941 in Karlstadt, Zitat, Grundlage der Ustascha-Bewegung ist die Religion. Unser ganzes Werk beruht auf der Treue zur Religion und katholischen Kirche. Ende Zitat. Eben dieser Kultusminister, ja, Mile Budak, hat besagtes Werk am 22. Juli in Gospic in treffender Weise definiert. Zitat. Wir werden einige der Serben töten, wieder andere werden wir deportieren und der Rest wird zur Annahme der römisch-katholischen Religion gezwungen. Ende Zitat. Hier hören wir es aus dem Munde eines sogenannten Kultusministers. Wir werden einige der Serben töten, wieder andere werden wir deportieren, aus ihrem Land rausschmeißen und der Rest wird zur Annahme der römisch-katholischen Religion gezwungen. Von dieser offiziellen Seite hören wir es hier ganz deutlich. Konvertiere oder stirb. Dieses tolle Programm kam zur buchstäblichen Ausführung. Als die Befreiung dieser Tragödie ein Ende setzte, waren 300.000 Serben und Juden deportiert und mehr als 500.000 niedergemetzelt worden. Auf diese Weise hatte die römische Kirche zudem 240.000 orthodoxe Gläubige ihrer Gemeinde zugeführt, die, als deren Freiheit wiederhergestellt war, rasch zur Religion ihrer Vorfahren zurückkehrten. Um dieses lächerliche Ergebnis aber zu erreichen, welches Grauen hatte sich über dieses unglückselige Land ergossen. Man lese in Hervé Lauriers Buch Assassin au nom de Dieu, also Attentäter im Namen Gottes, Einzelheiten der ungeheuerlichen Folterungen, die diese Katholiken der Tat, die Ustaschas waren, an ihren armen Opfern verübten. Der englische Journalist F.A. Voigt, Frederick August Voigt, schrieb, Zitat, die kroatische Politik bestand aus Massakern, Deportation oder Bekehrungen. Die Zahl derer, die hingemetzelt wurden, geht in die Hunderttausende.
Begleitet waren die Massaker von den bestialischen Folterungen. Die Ustaschas entnahmen ihren Opfern die Augen und fertigten daraus Girlanden, die sie als Andenken trugen oder vorzeigten. Ende Zitat. In Kroatien implantierten die Jesuiten den politischen Klerikalismus. Es ist das von der Kompanie der den Nationen, die es begrüßen, ausnahmslos angebotene Geschenk. Selbiger Autor fügt hinzu: Mit dem Tode des großen kroatischen Tribuns Radic verliert Kroatien seinen Hauptgegner des politischen Klerikalismus, der den von Friedrich Muckermann definierten Auftrag der katholischen Aktion zu seiner Sache machen wird. In einem Buch, dessen Vorwort Monsignore Pacelli, damaliger apostolischer Nuntius in Berlin, verfasste, machte dieser noch vor Hitlers Inerscheinung treten weithin bekannte deutsche Jesuit besagten Auftrag 1928 bekannt. Muckermann drückte sich wie folgt aus, Zitat: Der Papst spricht sich für den neuen Kreuzzug der katholischen Aktion aus. Er ist der Anführer, der das Banner Christi trägt. Katholische Aktion heißt Sammlung des Weltkatholizismus. Er muss sein heroisches Zeitalter leben. Die neue Epoche kann für Christus nur über den Preis des Blutes erreicht werden. Ende Zitat von Hervé Laurière. 10 Jahre nachdem dies verfasst worden war, saß der Schreiber des Vorwortes zu Jesuitenpater Muckermanns Buch auf Petri Stuhl, also auf dem Papststuhle, und während seines Pontifikats flossen vom Blut für Christus in Europa im wahrsten Sinne des Wortes Ströme. Kroatien aber durchlitt das Schlimmste der grauenhaften Taten jener neuen Epoche. Da waren nicht allein die von der Kanzel herunter das Abschlachten voll und ganz befürwortenden Priester, sondern einige marschierten sogar an der Spitze der Mörder. Andere bekleideten neben ihrem priesterlichen auch öffentliche Ämter als Gespane oder Chefs der Ustascha-Polizei, selbst als Leiter von Konzentrationslagern, deren Grauen das von Dachau oder Auschwitz bei weitem noch übertraf. In diese blutige Ehrungsliste haben wir die Namen von Abt Bocida Bralo, des Priesters Dragutin Kamber, des Jesuiten Lakovic und von Abt Ivan Salic, Sekretären von Monsignore Stepinac, sowie des Priesters Nikola Bilogrevic etc. aufzunehmen. Und zahllose Franziskaner, von denen einer der schlimmsten Brüder, Miroslav Filipovic, Hauptorganisator jener Massaker, Leiter und Vollstrecker im Konzentrationslager Jasenovac, der grauenhaftesten dieser irdischen Höllen war. Das KZ Jasenovac, das sollte man mal untersuchen. Das ist nur ein Tipp, den ich euch mal geben will. Ich habe mir das schon mal angeguckt und habe da schon mal Research drüber, also Untersuchungen drüber angestellt. Ich sage ja immer, macht eure eigenen Untersuchungen. Hier finden wir ein Bild vom Jasenovac-Konzentrationslager, das in Slavonia unter den Autoritäten des unabhängigen Staates Kroatien geleitet wurde, war. Das ist ein Bild davon, ein originales Bild. Und welche Massaker da abgelaufen sind, das möchte man sich nicht nur als bibelgläubiger Christ, als ganz normaler, fühlender Mensch eigentlich besser nicht vorstellen. Konzentrationslager Jasenovac. Googelt das mal, erkundigt euch mal, lest da mal drüber. Bruder Filipovics Schicksal war das gleiche wie Monsignore Tisos in der Slowakei. Als die Befreiung kam, wurde er, seine Soutane tragend, gehängt. Viele seiner nicht so sehr auf die Erringung der Märtyrerpalme bedachten Rivalen aber flohen Hals über Kopf mit den Mördern, denen sie derart gut assistiert hatten, nach Österreich. Was aber tat die Hierarchie in Angesicht des Blutrausches derart vieler ihrer Untertanen?
also ihrer Untergebenen. Die Hierarchie oder der Episkopat, der Bischofsapparat und sein Führer, Monsignore Stepinac, stimmten im Ustascha-Parlament für die Bekehrung der Orthodoxen zum Katholizismus betreffende Dekrete, sandten Missionare zu den terrorisierten Bauern, bekehrten ohne mit der Wimper zu zucken ganze Dörfer, nahmen die serbisch-orthodoxen Kirchengüter in Besitz und übergossen dem durch Antichrist Papst Pius XII. Aus der Höhe her gegebenen Beispiele folgend den Poglavnik ohne Unterlass mit Lob und Segen. Die persönliche Vertretung seiner Heiligkeit, also mir wird langsam schlecht, wenn ich das einmal lesen muss, die persönliche Vertretung des Antichristen Papst Pius XII. In Agram war der angesehene Mönch Hochwürden P. Marcone. Dieser Sancti Sedis Legatus, also Legat des Heiligen Stuhls, der auf sämtlichen Ustascha-Feierlichkeiten den Ehrenplatz bekam und sich scheinheilig im Hause von Killerchef Pavelic samt dessen Familie, die ihn als Freund empfing, ablichten ließ, gleich und gleich gesellt sich gern. Jederzeit herrschte demnach die allerehrlichste Aufrichtigkeit in den Beziehungen zwischen den Mördern und den Geistlichen. Nicht wenige dieser Geistlichen freilich hatten beiderlei Funktionen, wofür sie nie zur Verantwortung gezogen wurden. Der Zweck heiligt die Mittel. Also da muss ich ja nun langsam nicht mehr weiterlesen. Da muss ich doch nun langsam keinen Kommentar mehr drauf geben. Das dürfte doch inzwischen wohl eingesunken gewesen sein. Wir hatten da vorhin ein Bild gesehen, mal sehen, ob ich das hier nochmal irgendwo finde, von den, wo doch die, ja, das war das ja nicht, nee, wo, das war Tiso, wo die Geistlichen da doch standen, die Franziskanermönche mit den, erinnert euch noch sicher an das Bild, ne? Ich meine jetzt nicht das, ne, ne. In diesem Bild hier ist nur Stepinac da von vorne. Ja, das Bild, ne, das ist auch nicht das. Ich glaube, das habe ich, als ich Stepinac gesucht hatte, sicher hatte ich das gefunden, ne? Gucken wir nochmal eben. Stepinac. Da hatte ich doch das Bild gezeigt, ganz kurz zumindest, wo die. Ah ne, dann war es bei Pavelic. Wo die Franziskanermönche da zusammen mit dem Ustaschi-Direktor standen. Hier, das Bild, das meinte ich. Das hatte ich euch ja vorhin schon mal gezeigt. Ne? Hier steht der Ustaschi-Direktor Ante Pavelic zusammen mit den Franziskanermönchen, wo der Autor hier in dem Buch sagt, nicht wenige dieser Geistlichen hatten beiderlei Funktionen inne. Welche Funktion? Die Funktion des Mörders und des Geistlichen, wie er hier schreibt. Ja? Und diese Mönche, die hier abgebildet sind, und der ganze Orden der Franziskaner damals in Kroatien, waren diejenigen, die nicht nur sogenannte Geistliche waren, sondern die dafür gesorgt hatten, dass diese blutige Politik, konvertiere oder stirb, hunderttausende Juden und orthodoxe Serben vernichtet wurden, durchgeführt wurden. Dafür waren die verantwortlich. Und das ist das, was der Autor hier meint. Der Zweck heiligt die Mittel. Jedes Mittel ist recht, wenn am Ende die Kirche als Gewinner hervortritt. Der Zweck heiligt die Mittel. Also ein besseres Bild könnte ich mir eigentlich gar nicht mehr wünschen, um zum Abschluss der Lesung heute zu kommen. Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Wir sind auch schon etwas über eine Stunde dran, also von daher, gut, werden wir hier stoppen und lesen nächstes Mal hier weiter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen von dem und ich hoffe auch, dass ihr euch die Mühe macht, das PDF runterzuladen. Deswegen gebe ich den Link, mit dem man sich das in Deutsch runterladen kann aus dem Netz, ja mit in die Videos mit rein, dass ihr auch mitlesen könnt, weil ich weiß es von mir selber, wenn ich etwas mitlese, dann verstehe ich es oftmals noch besser. In den Augenblicken, wenn ich meinen Kommentar gebe, ist natürlich eine andere Sache. Könnt ihr nicht mitlesen, aber ich weiß ja auch nicht, wann ich einen Kommentar gebe. Ich lese das Buch ja auch zum ersten Mal. Jedenfalls halte ich es
hierbei jetzt für besehen, die Lesung heute am Sabbat, Freitagabend zwischen 10:30 nach 11:30 geworden. Sonne ist runter, Sabbat angefangen. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag oder einen schönen Sabbat, wo auch immer ihr seid. Und möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Lest die Bibel, lest Bücher wie die verborgene Geschichte der Jesuiten. Bildet euch und versteht, dass der Papst der Antichrist ist und dass das Neue Testament uns an vielen Stellen erzählt, dass es keine siebenjährige Trübsal gibt und einen Antichrist irgendwann am Ende der Zeit, sondern dass das Papsttum der Antichrist ist. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 7. Lest das mal. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.